bis wenn du einmal die Augen aufmachen würdest, dann wäre das klasse. Aber Jerry Lewis ist scheu. Ich sitze manchmal stundenlang und warte darauf, dass sich mir ein Hund nähert. Das ist einfach nötig, weil ja, der Hund muss ja erst mal mit mir vertraut werden. Ne? Mit den Bildern will Christiane Breinig ein neues Zuhause für das Tier finden. Na, Jackie? Ihre Liebe zu den Hunden ist alt, aber lange hatte sie keine eigenen. 33 Jahre bestimmten Autos ihr Leben. Sie war Managerin bei Audi. Design war eigentlich immer meine Energiequelle, weil der Designer hat eine riesen Herausforderung. Da unten drunter in der Unterwäsche ist Technik ohne Ende und Form follows Function. Das heißt, er muss das einkleiden und was Schönes draus machen. Und das haben die Designer drauf. Das sieht man an diesem Fahrzeug. Ich finde das Kind eines Elektromeisters und der hat mich mehr oder weniger alleine erzogen und ich hatte immer Werkzeuge um mich rum. Und als ich später gesagt habe, ich würde gerne Maschinenbau studieren, hat er mich gefragt, könntest du nicht Handarbeitslehrerin werden? Nix Handarbeitslehrerin. Bei ihr geht's jetzt nur noch um Hunde. Wie Jerry Lewis, ein Problemfall mit seiner Hautkrankheit, ein schwer vermittelbarer. Und trotzdem möchte sie Menschen finden, die diesen Hund bei sich aufnehmen. Die Gefahr liegt darin, dass so ein Hund natürlich Mitleid erregt. Und Mitleid ist was keinem Hund irgendwo hilft. Also da muss man sehr vorsichtig mit umgehen im Tierschutz, finde ich. Weil was nützt dem Hund, wenn ich mit ihm leide? Ich muss ihm ja helfen können. Auch ihre eigenen, schon etwas betagten Lieblinge holt sie gerne aus dem Tierheim. Späte Liebe. Huskies sind, seit ich denken kann, eigentlich meine Traumhunde, weil sie einfach menschenfreundlich sind, weil sie lauffreudig sind, passt sehr gut zu mir. Den Jagdtrieb, auf den könnte ich verzichten. Und was sie noch haben, sie haben einen ähnlich starken Sturkopf wie ich. Und den haben in der Auffangstation viele. Etwa Miska, eine wilde Mischung. Jung, ungestüm und trotzdem schüchtern. Muss sich erst an Menschen gewöhnen. Wir haben hier schon Hunde gehabt, die sind noch nie angefasst gewesen. Das waren junge Hunde. Die haben wir zwangsbeschmust, wenn man das so sagen darf. Da saßen wir einfach stundenlang mit denen in der Quarantäne und haben die rumgeknuddelt und die fanden es klasse. Heute aber muss sie sich um den Problemfall Jerry Lewis kümmern. Da lässt sie nicht locker. Und so langsam macht er auch seine Augen auf. Vielleicht kriege ich diese schönen Augen mal fotografiert, Jerry. Ja? Weil er hat so richtig schöne rehbraune Augen. Ja, die hat er immer zu. Christiane Breinig sieht seine innere Schönheit. Erstens mal ist es ein Hund mit einer unglaublich liebenswerten Ausstrahlung und souveränen Ausstrahlung. Und ich glaube, so ist er auch. Und er hält sich wahrscheinlich für den hübschesten Hund der Welt. Für solche Momente hat sie das Autogeschäft gerne an den Nagel gehängt. Ich habe für meine Projekte gelebt. Also ich habe das wirklich sehr gerne gemacht. Und rückblickend kann ich sagen, ich habe 33 Jahre lang Spaß bei meiner Arbeit gehabt. Und irgendwie hat sich das dann alles so ergeben, dass jetzt im Prinzip die Leidenschaft von den vier Ringen auf die vier Pfoten übergeschwappt ist. Geplant war es nicht. Und ich habe was Sinnvolles zu arbeiten. Welcher Rentner kann das von sich sagen?